Herzlich willkommen zu 24/7 Contemporary Collecting. Es ist eine Serie von Gesprächen, die jetzt schon im dritten Jahr auf der Wiener Messe stattfinden. 24/7 Contemporary Collecting bezieht sich natürlich auch auf einen global gewordenen Kunstmarkt, der im Grunde genommen 24 Stunden, 7 Tage die Woche geöffnet ist und Werke anbietet. Die Frage der Orientierung wird eigentlich immer schwieriger, auch Fragen der Auswahl werden schwieriger, auch Fragen der Information. Zu dieser Serie von Gesprächen laden wir Sammler, Sammlerinnen ein, die sich vielleicht etwas unterscheiden von Sammlern, die eher spekulativ sammeln, die vielleicht eher nach finanziellen Gesichtspunkten, vielleicht auch mit den Ohren sammeln, sondern eigentlich Sammlerpersönlichkeiten, die aus einer Leidenschaft, aus einer Passion, aus einer Begeisterung für die Kunst heraus sammeln. Zu dem heutigen Gespräch freue ich mich, Ingrid und Thomas Jochheim begrüßen zu können. Wir werden versuchen, das Gespräch etwas zu strukturieren, dass wir am Anfang vielleicht auf die Entstehung, die Entwicklung einer solchen Sammelleidenschaft eingehen und herausfinden, was die beiden dazu bewegt hat. Und dann werden wir einen Einblick in die Sammlung bekommen, anhand einiger Beispiele, um dann im letzten Drittel vielleicht auch über die Messe, wie man mit einer Messe umgeht, was diese Messe hier speziell auch für die beiden Sammler auszeichnet, die sich auch sehr für die Messe selbst engagieren, nochmal auf diesen Themenkreis eingehen. Ich würde also am Anfang euch beide gerne fragen, wie ist das entstanden? Wie ist es zu dieser Sammelleidenschaft gekommen? Ja, also das war ganz einfach, wie vielleicht bei manch anderen auch. Wir haben vor 37 Jahren angefangen und wollten einfach unser Haus dekorieren. Es war überhaupt keine Idee davon, eine Sammlung aufzubauen. Und so sind wir mit Lithografien der Wiener Schule tatsächlich angefangen und haben die wunderbar rahmen lassen bei einer jungen Frau, die mit einem Künstler verheiratet war. Wir haben uns dann miteinander angefreundet und dieser junge Mann hatte ja eine klassische Kunstausbildung. Mit dem haben wir dann jede freie Minute eigentlich verbracht. Wir sind herumgefahren unter seiner Führung. Wir haben sehen gelernt. Der hat uns geführt in Ateliers, in Galerien, in Museen, hat uns was erzählt über Techniken, über Bildaufteilung und vor allem hat uns einfach gelehrt zu erkennen, was man dort sehen kann. Und können Sie sich noch erinnern, was der erste Ankauf gewesen ist oder die ersten Ankäufe? Ja, der allererste Ankauf der Lithografien damals war eine Lithografie von Paul Wunderlich. Also sind wir hier in Wien schon genau richtig. Und wie hat sich die Sammlung dann weiterentwickelt? Wie kam es dann zu weiteren? Wir haben dann das große Glück gehabt, einen Galeristen in Belgien kennenzulernen, weil wir hatten auf einer Messe eine Skulptur von Niki de St. Phalle gesehen. Und dann hat man uns gesagt, kauf die mal bei dem Galeristen, der hat da sehr viele Arbeiten von. Und das war eigentlich der Start in unserer heutigen Sammlung. Waren Sie damals auch schon viel unterwegs, in den Galerien gegangen? Ja, waren wir schon, aber natürlich nicht so, wie wir das heute machen und können. Damals mussten wir ja auch noch erstmal ordentlich arbeiten. Aber wir haben unsere Freizeit dafür genutzt und haben dann in diese Richtung gesammelt, die heute unsere Basis bildet, den Schwerpunkt unserer Sammlung. Und das ist Nachkriegskunst. 1953 fangen wir an auf amerikanischer Seite Pop Art, auf europäischer Seite Nouveau Realism. Und dann sagen wir immer, geht es weiter mit der Next Generation bis zu ganz jungen Künstlern, die wir für uns entdecken, die noch niemand kennt und die wir mögen und vielleicht auch ein bisschen unterstützen.
Und da warten wir mal ab, ob dieser Künstler eine Karriere macht oder nicht. Aber da wir ohnehin immer nur kaufen, was uns gefällt, ist es immer das Richtige, weil es wird uns immer gefallen. Und wann haben Sie festgestellt, dass die Bestände sozusagen bei weitem über das hinausgehen, was jetzt in eine Wohnung passt? Also es war einfach an dem Tag, wo wir auch bei unserem Galeristen ein Bild kauften. Und er sagte, wo hängt ihr das auf? Und dann haben wir gesagt, da und da. Sagt er, da hängt doch aber das und das. Ich sage, ja, das muss denn weg, das muss denn in den Keller oder auf den Dachboden. Und da sagt er, dann seid ihr ab heute Sammler. Wenn man mehr hat, als man im Moment um sich hängen oder stellen kann. Das heißt, Sie betreuen inzwischen auch sozusagen Ihr eigenes Kunstlager. Ja, genau. Genau. Jetzt haben wir zwei Standorte inzwischen, was uns schon mal sehr geholfen hat. Denn wir sind auch nicht so die Typen, die gerne einen privaten Showroom eröffnen möchten oder vielleicht ein privates Museum. Man muss mal sehen, man soll nie sagen, aber uns ist viel lieber, wenn wir die Möglichkeit haben, mit unserer Kunst um uns herum zu leben. Ne? Fällt uns natürlich sehr schwer, wenn ich überlege, dass wir in den letzten 14 Tagen von der letzten Arbeit, weiß meine Frau noch gar nicht, weil ich heute bei Nietzsche war und sie hat mir natürlich gesagt, kommt nicht in Frage, dass du da was kaufst, aber ich musste doch eine Kleinigkeit, musste ich dort zwar nicht mitnehmen, es wird dann zugeschickt, aber ich glaube, wir haben in den letzten 14 Tagen, glaube ich, 5 oder 6 Arbeiten gekauft und wir wissen bei allen Arbeiten eigentlich noch nicht, wohin, aber sie müssen einen Platz in der Wohnung oder im Haus finden. Und treffen Sie die Entscheidungen gemeinsam, außer jetzt solchen Spontankäufen? Also einen der letzten Käufe war ganz einfach. Wir sammeln normalerweise keine Fotokunst, aber wir waren bei einer fantastischen Fotoausstellung in Berlin und da hingen ungefähr 40 Arbeiten. Aber nach einer Stunde, nachdem wir dort ankamen, waren ungefähr schon die Hälfte mit einem roten Punkt versehen. Also es musste, wenn, dann eine schnelle Entscheidung getroffen werden, bevor noch mehr Arbeiten weg waren. Ich habe dann an eine Arbeit, die mir sofort gut gefallen hat, einen grünen Punkt dran gemacht, also reserviert. Und dann habe ich, wie ich meine Frau getroffen habe, gesagt, geh doch mal durch, vielleicht gefällt dir irgendwas. Und dann kam sie nach einer halben Stunde wieder und sagte, ja, da wo ein grüner Punkt dran ist, leider ist da ein grüner Punkt dran, die ist also wohl reserviert. Und da habe ich gesagt, ja, vollkommen richtig, nämlich für uns. Und dann haben wir da einen roten Punkt dran gemacht. Also zum größten Teil und zu unserem großen Glück haben wir zu 95% das gleiche Gefühl und treffen die gleiche Entscheidung. Vielleicht können wir anhand einiger Beispiele sehen, was sich so in den Jahren beispielhaft in der Sammlung angesammelt hat. Ja, wir haben auch uns vor einigen Jahren mit dem osteuropäischen und mittleren Osten beschäftigt, mit dem Markt dort. Und da hat es angefangen hier mit einer Arbeit, das ist jetzt gerade nicht die erste, macht ja nichts, die wir übrigens hier in Wien auf dieser Messe vor 4 Jahren erstanden haben. Über Freunde sind wir dann zunächst einmal in die Kultur der Länder gekommen, des Mittleren Ostens. Und das muss man erst, damit man überhaupt versteht, was man da sehen kann. Und das ist zum Beispiel hier eine Arbeit von einem Duo aus Moskau, die nennen sich Elektroboutique. Und die Arbeit heißt Konsum. Man kann es gut finden, man kann ihn schlecht finden. Er wird gezeigt durch alle Signete, die heute den Konsum auf der ganzen Welt repräsentieren, in einem sehr gebrauchten Einkaufswagen. Aber man kann sich ihm nicht entziehen, man ist mittendrin. Gut würde man das erkennen, wenn man davor steht, dann ist man nämlich in der Arbeit, zum Beispiel. Dann ist das auch noch meine Arbeit aus Russland, aus St. Petersburg, sehr poetisch. Ein Kasten, der 4 Einblicklöcher hat und dort erzählt eine Frau, Marina Alexeva, die Geschichte der Liebe. Ein Paar trifft sich, verliebt sich heiß, heiratet, bekommt auch ein Kind und dann kommt der böse, böse Alltag und zum Schluss hängt er sich auf. Aber die Technik ist fantastisch und sehr, sehr poetisch dargeboten. Das ist nochmal ein Einblick in dieses Video. Das haben wir übrigens auch in Wien gekauft. Dieses auch ist wieder eine Arbeit aus Russland von wieder einer Frau, Olga Tschernitscheva, recht bekannte Zeichnerin.
und ist auch hier mal in Wien gekauft worden auf dieser Messe. Jetzt kommen wir mal in den Bereich unserer klassischen Sammlung. Da muss ich jetzt was zu sagen. Wie man sieht, bin ich ein Rolling Stones-Fan und diese Arbeit ist mir mal vor 12 Jahren wirklich vor der Nase wegverkauft worden. Und dieser Sammler hat immer wieder gesagt, ja, ich verkaufe die, aber hat immer Preise genannt, wo ich also keinen Spaß dran hatte. Jetzt brauchte der Sammler aber zum Glück etwas Geld und unser Galerist, der dort war und etwa ein paar Arbeiten zurückgekauft hat, sah diese Arbeit und konnte sich daran erinnern, dass ich sie haben wollte und hat sie dann für mich zurückgekauft und jetzt hängt sie endlich bei mir. Große Freude. Oh, das ist hier eine Arbeit auch aus, der klassisch, aus dem klassischen Teil der Sammlung, eine Kompression von John Champ. Nee, das ist ein César. Ein César aus den 80er Jahren, der noch gar nicht so lange bei uns ist. Und wir freuen uns immer ganz besonders, wenn es uns gelingt, nochmal alte Arbeiten aus den Jahren unserer Anfänge der 60er, 70er und ersten 80er Jahre zu finden. Das ist eine Arbeit von Bernard Venet, ein Franzose, der bei uns auch eine ziemlich starke Position hat. Und Jonathan Mese, also auch etwas malerische Positionen finden sich bei uns. Jonathan Mese ist ja ein Enfant terrible, ein bisschen, ein Wilder, der auch Stage, also auch fürs Theater arbeitet. Und hier hat er zum Beispiel eine Aufforderung bekommen von den Festspielen in Bayreuth, mal den Parsival zu inszenieren. Aber in Bayreuth herrscht ein ganz besonderes Klima. Und das ist ein Streitklima dort und auf jeden Fall hat man ihn jetzt ein Jahr, bevor das realisiert werden sollte, hat man ihn rausgekickt. Und er ist natürlich fürchterlich enttäuscht und auch wütend. Diese Arbeit hat er noch gemalt, als er dachte, er macht's noch. Dr. Klingsor-Mesi ist das. Die nächsten Arbeiten, ich glaube, hier bei Grinzinger sieht man auch noch eine. Da hat er dann seine ganze Enttäuschung und auch Wut in die Leinwand gebracht. Das ist eine Arbeit von Christo. Christo ist Amerikaner. Ist in Bulgarien geboren, aber ist Amerikaner geworden inzwischen. Kennt sicher jeder, der seine Projekte vielleicht auch schon mal gesehen hat. Dies ist hier ein Projekt, was noch nicht realisiert ist. Er nennt es Mastaba für Abu Dhabi. Da möchte er eine Mastaba, die aus 400.000 Oil Barrels bestehen soll, in der Wüste von Abu Dhabi errichten. Christo kennt man dafür, dass er seine Projekte immer 16 Tage stehen lässt, dann werden sie abgebaut und recycelt. Diese Arbeit wäre für ihn so besonders, weil erstens mal in dem Moment, wo er das Go bekommt, braucht er 2,5 Jahre, um sie zu errichten und die soll dann für immer als ein Monument für ihn stehen bleiben. Also drücken wir ihm alle die Daumen, dass es wird. Ja, hier ist eine konzeptuelle Arbeit, auch aus der alten Sammlung. Das ist eine Arbeit, die kommt aus dem Besitz von Pierre Restany. Pierre Restany war der Kopf der Nouveau Realisten. Der hat das Manifest geschrieben und hier hat ihm der Künstler Armand einmal vorgeschlagen, über 3 Wochen circa jeden Tag seine Post ungeöffnet abzuholen. Die Post ist in dieses Regal gekommen, das wurde verschlossen. Ja, und das ist auch das Konzept des Ganzen und der Gedanke dahinter, wie hätte sich wohl das Leben von Pierre Restany, von anderen Beteiligten vielleicht etwas verändert, wäre beeinflusst worden, wenn man auf die Post hätte reagieren können. Heute steht sie immer noch ungeöffnet bei uns. Es sollen ein paar Umschläge dabei sein, wo auch Schecks drin sind, aber ich traue mich, sie nicht zu öffnen. Kommen wir nicht dran. Das ist nochmal wieder Armand aus einer Serie, die er Destroyed-Serie nennt. Armand hat gerne die Dinge in ihre Einzelheiten zerlegt, mal mit viel Werf und mal ein bisschen geplanter. Also Armand ist auch ziemlich stark in unserer Sammlung. Das sind immer dann die Künstler besonders, die wir persönlich sehr gut kannten oder kennen. Da ist man dann so nah dran, man ist immer mit dem Ohr bei der nächsten Idee schon und ist fasziniert. Und das ist überhaupt das Ding, wenn man viel weiß, dann wird das Interesse auch immer größer. Ah ja, ich glaube, dann sind wir jetzt vielleicht auch durch, ne? Den Chamberlain haben wir nicht gesehen, aber nicht so schlimm.
Ah, natürlich einen Österreicher, einen wichtigen, haben wir auch in unserer Sammlung. Das ist der Erwin Wurm. Na, den muss ich hier wahrscheinlich nicht erklären. Und das ist der John Chamberlain. Das ist nochmal eine Kompression eines Autos von 1975. Also auch große Freude, dass sie erst jetzt seit kurzem in unserer Sammlung ist. Ja, herzlichen Dank erstmal für den kleinen Einblick in die Sammlung. Ich war auch einmal bei Ihnen in Berlin, in der Wohnung, die ja auch praktisch eher fast eine Sammlungsausstellung ist. Sehr viele Kunstwerke sind da zu sehen. Sie betreiben die Wohnung auch eigentlich sehr öffentlich. Es gibt viele Besucher. Ja, also man kann nicht einfach klingeln und reinkommen, aber wenn man sich über irgendjemanden anmelden kann, den wir gut kennen, also ob das ein anderer Kunstsammler, ein Kurator ist oder ein Kunstliebhaber, da machen wir das sehr gerne. Und wir haben also auch schon eine Menge Gruppen dort gehabt, von Tel Aviv bis Moskau und Palm Beach. Also zwischen 2 und 120 Leute kommen uns besuchen, und das machen wir auch sehr gerne, weil das ja immer Leute sind, die auch an der Kunst interessiert sind. Die wollen nicht mal gucken, wie Thomas und Ingrid wohnen, sondern die wollen auch gerne die Kunst sehen, und dann macht uns das große Freude und bringt Kontakte über die ganze Welt, und die versuchen wir dann auch wieder zu nutzen, um die Sammler anzusprechen und bitten, nach Wien zu kommen und diese Messe kennenzulernen. Sie sind sehr viel unterwegs und wahrscheinlich, wenn der Titel dieser Gesprächsreihe 24/7 Contemporary Collecting meint, Sie sind auch international auf sehr vielen Messen unterwegs, auf sehr vielen Ausstellungen. Ja, das macht uns vor allen Dingen viel Spaß, auch mal in anderen Ländern, dadurch andere Kulturen zu kommen. Wir waren also in Saudi-Arabien, in Jeddah, wir waren im Iran, in Teheran, und hatten da auch das große Glück, als wir kurz davor in Dubai auf der Messe waren, bei einem Freund, der dort ein Privatmuseum in Dubai hat, den Museumsdirektor von Teheran kennenzulernen. Und der hat uns dann dort herzlich eingeladen. Und wir hatten das große Glück, in die Kammer, in diese schwer verschlossene Kammer reingehen zu können, wo die Sammlung von Farah Dieber ist. Und da wird ja im Moment viel drüber spekuliert, ob diese Sammlung auch mal außerhalb vom Iran gezeigt wird. Und man spekuliert ja darum, was die Sammlung wert ist. Das geht also von 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Milliarden Euro, wofür sie mal in den 70er Jahren ja um die 10 Millionen Dollar bezahlt haben soll. Wir durften also da eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde drinbleiben, unter stärkster Bewachung zwar. Und wir durften dann auch ein paar Bilder rausziehen. Also ich selber, was wir gesehen haben, haben wir schon nach heutigem Zeitwert auf 1 Milliarde geschätzt. Und wir haben einen Bruchteil von der Sammlung gesehen. Und das ist eben das Interessante, dass wir viel unterwegs sind, eben auch auf Ausstellungen, genau wie hier in Wien, wo man eben nicht das sieht, was man in Basel oder in Miami oder auf der Kölner Messe in großen internationalen Ausstellungen sieht, sondern dass man auch mal in die Marktlücken guckt oder in die jungen Positionen guckt. Und das macht uns vor allen Dingen viel Spaß. Ja, diese spezielle Stellung der Wiener Messe, vielleicht gehen wir darauf nochmal ein, und vielleicht erklären Sie nochmal, was hier so besonders an der Messe ist, dass Sie, ich glaube ja auch als Botschafter der Messe international auftreten. Ja, hat man uns hier von der Messeleitung so einen schönen Titel gegeben, und da sind wir Ambassadore für die VIPs der Messe, weil wir diese Messe unbedingt dringend unterstützenswert finden. Wie mein Mann schon gesagt hat, es ist nicht nochmal wieder eine Messe wie die Kölner und Pariser und Londoner, sondern diese hat das Alleinstellungsmerkmal mit dem Blick in den Mittleren Osten. Und das ist wirklich mal neu. Wir haben das ja selber erlebt für uns, wie spannend uns das vorkommt. Man muss sich ein bisschen damit beschäftigen, und deswegen würde ich auch den Rat geben, bitte fragen. Wenn Sie hier sind, ja, viele Galeristen auch aus dem östlichen Europa. Man geht an den Ständen vorbei und man kann oftmals nicht so verstehen, was sollen wir damit anfangen. Das kennen wir doch vielleicht schon, oder die Malerei sagt mir nichts. Also bitte unbedingt hingehen, auf die Stände gehen, fragen, sich das erklären lassen, und dann kommt man der Sache näher. Und das ist auch etwas für junge Leute, für die, die einsteigen, oder für die, die einfach sich weiterentwickeln wollen und mal jetzt von dem bekannten Wegen abgehen wollen.
Und darum finden wir, ist diese Messe so wichtig und so besonders. Das finden übrigens unsere Sammlerfreunde, die wir bisher in den letzten 4 Jahren schon mitgebracht haben, auch. Also wir haben vor 4 Jahren, glaube ich, hatten wir 10 Sammler und wir machen da immer so ein kleines Abendessen. Dieses Jahr waren wir, glaube ich, bei 50 Leuten, die an dem Essen teilgenommen haben. Und das sind viele, die in den letzten Jahren waren, die auf alle Fälle wiederkommen. Und wir selber sind also bisher in jedem Jahr nicht hier von der Messe weggefahren, um mindestens 2 Arbeiten gekauft zu haben. Und weil wir könnten noch mehr kaufen, wenn wir den Platz hätten und wenn wir das nötige Kleingeld hätten. Weil es gibt wirklich viel Interessantes hier zu sehen und auch zu kaufen, wie wir sagen, weil es eben anders ist als andere Messen. Ist denn die Messe speziell auch die Messe gewesen, die auch für Sie selbst vor allen Dingen den Blick in die Länder Osteuropas geöffnet hat? Ja, die allererste Arbeit aus dem Iran haben wir vor 4 Jahren hier gekauft. Inzwischen haben wir 5, 6. Eigentlich hatten wir da auch ein paar Bilder von, also, aber beim nächsten Mal. Das ist wirklich spannend und uns hat das so fasziniert, dass wir da dran geblieben sind und jetzt in 4 Jahren bei uns in Berlin einen Raum haben, den wir Middle Eastern, Eastern European Room nennen, wo auch arabische Künstler vertreten sind, eben von Saudi über Kuwait bis in den Iran. Ja, gibt es Fragen im Publikum? Ja, Herr Thomas Jochheim, Sie sprachen gerade an, also mich würde es interessieren, wie Sie zu Ihrer Preisfindung kommen. Sie sprachen das Werk von den Stones an, sagten, Mensch, habe ich mir angeguckt, war ich jetzt vom Werk begeistert, vom Pricing noch nicht so ganz. Also wie machen Sie das? Also bei den Stones war es anders. Die Arbeit, wie gesagt, habe ich vor 12 Jahren gesehen. Der Preis, der hätte mir gefallen, aber es war zu spät. Und der Sammler hat mir die dann immer wieder angeboten zu einem wesentlich überhöhten Preis, weil er es eben gar nicht verkaufen wollte. Und auch jetzt, wie ich es jetzt zurückgekauft habe, hat mir der Galerist gesagt, ich muss auch etwas mehr bezahlen, als der Markt vielleicht üblich ist. Aber ich wollte es unbedingt haben. Normalerweise gibt es einen Spruch, den hat mir mal, wir haben auch keine Berater in dem Sinne. Viele fragen uns, habt ihr Berater? Nein, natürlich kriegt man Hinweise. Guckt mal da hinten oder auch hier auf der Messe. Guckt mal da, da könnte was für euch sein. Aber normalerweise suchen wir uns unsere Arbeiten selber aus. Wir haben ein Ehepaar in Frankreich, in Paris. Wenn ich mal 2 Arbeiten habe und nur für eine Geld, dann rufe ich Aviva an und sage, bitte helf mir, welche Arbeit? Die hat mir mal gesagt, Arbeiten bis $10,000 kannst du kaufen, wenn du sie magst. Das ist das Wichtigste. Nur wenn man etwas gut findet, wenn man etwas persönlich schön findet oder wie man das auch immer bezeichnet, sollte man, wir haben noch nie eine Arbeit gekauft, wo man gesagt hat, die musst du kaufen, weil in Zukunft da etwas passiert. Bis $10,000 kannst du kaufen, was dir gefällt, ab $10,000 Gehirn einschalten. Weil dann muss man anfangen zu überlegen, was ist mit dem Künstler, wo kommt er her, welche Perspektiven hat er vielleicht doch in Zukunft. Aber wir sind haben noch nie, als wir angefangen haben, gedacht, dass, wie wir Yves Klein gekauft haben, was damit in den letzten Jahren passiert ist. Teilweise ist man glücklich darüber natürlich, dass die Arbeiten im Wert gestiegen sind. Teilweise sind wir unglücklich, weil wir kaum noch was dazu kaufen können, weil es so teuer geworden ist, was wir uns nicht mehr leisten können. Ja, wir haben ja zum Glück diese Arbeiten unserer klassischen Sammlung, wozu eben dann Yves Klein und Warhol und sowas gehört, die haben wir vor 25 bis 30 Jahren gekauft, zum Glück. Und das wäre wirklich heute ein Problem. Und das ist hier auch noch schön an dieser Messe, was den Kunstmarkt angeht, man hat ja jetzt auch die Kunst oder es wird immer wieder propagiert, die Kunst sei auch ein gutes Investment. Wir kommen von der ganz anderen Seite, sagen wir immer von der emotionalen Seite, das war schon immer so. Und diese großen Big Names, die sind hier ja gar nicht zu Hause, die findet man hier gar nicht, weil die das Investment nachher ausmachen, die kaufen andere. Hier ist das mittlere bis mittelhohe Preissegment zu finden und da macht das auch noch einer breiten Öffentlichkeit Spaß und vor allem auch denen, die einsteigen wollen oder die junge Leute, die auch mal erst einen Anfang finden müssen. Und insofern, also ich glaube von den Spekulanten, von den Kunstspekulanten ist hier niemand unterwegs.
Was ich natürlich irgendwo bedauere ist, unser Sohn sammelt ja auch. Und als der vor ein paar Jahren dann auch mit uns mitgekommen ist, gab es von jungen Künstlern Arbeiten für 3.000, 4.000, 5.000 Euro. Wenn er heute mit uns mitkommt, sagt er, was soll ich noch mit euch mitkommen? Die Arbeiten kosten heute 15.000, 20.000 Euro. Und da muss ich natürlich so ein bisschen an die Künstler, aber vielleicht auch an die Galeristen so ein bisschen Vorwurf machen, dass die einfach aufgrund der Tatsache, dass die Arbeiten von Yves Klein oder von Warhol oder von Fontana so teuer geworden sind, dass sie glauben, dass sie bei den jungen Künstlern auch die Preise nach oben ziehen können. Aber das ist für junge Leute halt schwer, diese Arbeiten denn noch zu kaufen. Und natürlich, was heute auch ist, es gibt heute eine so große Anzahl von jungen Künstlern, dass es auch schwierig geworden ist, eine Auswahl zu treffen. Und da braucht man schon ein bisschen Feingefühl. Und deshalb sage ich immer, nur kaufen, was einem Spaß macht. Und dann hat man schon die richtige Wahl getroffen. Und viel sehen. Also ich glaube, dann braucht man auch nicht Berater, sondern wir haben immer gesagt, wie kann uns jemand anderer sagen, was wir gut finden sollen. Man muss wirklich viel unterwegs sein und einfach viel sehen. Das Auge wird geschult und man merkt dann, worauf man reflektiert. Ne? Wir finden das am wichtigsten. Neben dem Auge setzen Sie sicherlich auch irgendwann die Reflexion und das Hirn ein. Wie bekommen Sie Ihre Informationen? Aus Gesprächen oder lesen Sie viel? Ja, alles zusammen. Also wir beschäftigen uns ja, es ist wirklich unsere Passion und wir beschäftigen uns jetzt überwiegend mit der Kunst. Wir lesen alles Mögliche, wir haben alle Fachmagazine. Wir sind, wie Sie ja eben auch schon gesagt haben, ganz viel auf Reisen. Besuchen viele Messen, Museen, Galerien und besuchen auch andere Sammler, was auch immer sehr spannend ist. Und man spricht darüber, dies und das. Also wir finden noch immer auf diesen Wegen so viel, dass wir mehr gar nicht im Moment gebrauchen können. Gibt es weitere Fragen im Publikum? Wir haben jetzt ja einen kleinen Einblick in die Sammlung bekommen und da waren jetzt ja verschiedene Positionen, auch mit verschiedenen Medien, ob das jetzt diese Kompressionen sind oder so ein Schaukasten. Womit hat es denn da angefangen und was sind so die grobe Aufteilung in der Sammlung zwischen den verschiedenen Gebieten? Ja, also das passiert eigentlich, also mit ganz großem Vorsatz ist das gar nicht so. Wir haben in unserer Sammlung alles. Wir haben Malerei, wir haben Skulptur, wir haben Installation und auch etwas Video. Also wir gehen da nicht mit Plan B los und suchen gezielt. Das passiert einfach. Wir sind in der glücklichen Lage, wir sind frei. Wir haben niemandem zu genügen, keinem Anspruch. Wir sammeln für uns selber, für uns, von unserem eigenen Geld. Und hier auf dieser Messe zum Beispiel sind es jetzt zwei Skulpturen geworden, von Künstlern, die wir noch gar nicht kennen. Also wir sind ihnen begegnet, wir haben sie gemocht, wir haben was drin gesehen und spontan gekauft, zum Beispiel. Aber ich habe verstanden, es gibt auch Sammlungen in der Sammlung letztendlich. Also es ist ein Bereich eher moderne und jetzt dann aber auch zeitgenössische Kunst Richtung Osten und Mittlerem Osten. Ja, also wir sehen das eigentlich so als Weiterentwicklung von den klassischen Arbeiten der Nachkriegszeit bis zu den ganz zeitgenössischen Jungen, die wir heute entdecken, das sehen wir so als Weiterentwicklung. Ein kleiner Ausflug ist sicher der in den Mittleren Osten. Und ja, das macht uns viel Spaß, weil es mal so ganz neu ist, ganz frisch ist. Wir reisen in diese Länder dann auch, damit wir in die Kultur ein wenig eintauchen können. Und da könnte man sagen, das ist vielleicht so ein extra Teil der Sammlung. Und da unser Galerist eben aus Belgien ist, haben wir auch diverse belgische Künstler, ob jetzt Wim Delvaux oder Jan Fabre, Arne Quinze, die sind aber alle eigentlich in den letzten Jahren mit uns in die Kunst reingewachsen. Also wir sind vielleicht schon viel länger in der Kunst als die eben genannten Künstler, bis auf Jan Fabre, der also schon länger dabei ist. Aber die anderen Künstler wie Wim und Arne Quinze, und das Schöne ist eben, dass wir auch alle mit denen eng befreundet sind und uns auch so austauschen. Und das ist, glaube ich, heute, wie ich eben auch bei Nietzsche war. Man hatte mir gesagt, na, wenn du Glück hast, spricht er mit dir ein paar Worte. Es war aber so, er hat heute, ich übertreibe jetzt mal, wie ein Wasserfall geredet. Er war laufend im Gespräch dabei und wir haben so viel Spaß miteinander gehabt. Und Frau Nietzsche hatte für uns gekocht.
wir waren mit 9 Freunden da, es gab Apfelstrudel anschließend, also wir haben uns da so wohlgefühlt, ich musste einfach was kaufen, das ging gar nicht anders. Zur nächsten Generation, wie sammelt Alexander, ihr Sohn, und was? Ja, das ist auch wichtig, für uns sehr, sehr wichtig. Wir haben viele Sammlerfreunde, die auch wunderbare Sammlungen angehäuft haben und die jetzt schon wissen, die nächste Generation ist daran nicht interessiert. Da werden die Sammlungen irgendwann zerschlagen. Bei uns ist das zum Glück nicht so. Alexander ist damit groß geworden und hat auch eine Liebe dafür entwickelt. Der hat uns viel begleitet und tut es noch, so er kann. Aber das ist ein junger Mann, 35 Jahre alt, der muss arbeiten, der kann nicht so viel bei uns sein. Der sammelt seine Zeitgenossen. Und wenn wir von den ganz jungen Positionen etwas glauben, für uns zu finden, dann machen wir ein Foto, schicken ihm das, von wo auch immer wir sind, und sagen, bitte deine Entscheidung. Wollen wir das in unsere Sammlung integrieren oder nicht? Und ist tatsächlich unser Sohn, der bei den jungen Positionen die Entscheidung trifft. Mancher Galerist wundert sich darüber jetzt nicht mehr. Also jetzt die letzten beiden Arbeiten hier in Wien auch. Auch wenn wir beide Ja gesagt hätten und er Nein gesagt hätte, hätten wir sie nicht gekauft. Also es gibt hier kein 2:1 Verhältnis, sondern Alexander hat die Mehrheit, auch wenn wir beide dafür sind. Und er sagt Nein, ist Feierabend. Aber zum Glück, bei diesen beiden Positionen hatten wir Glück, dass er auch Ja gesagt hat und jetzt hören sie uns beide. Und der geht dann auch gleich weiter noch, der sitzt dann ja zu Hause am Computer, wir sind begeistert, stehen vor dem Werk und der macht gleich eine Recherche, dann kommt die Antwort zurück, wisst ihr denn schon so und so und das und das und dazu gibt es noch das zu wissen und so weiter. Also der informiert uns und klärt uns dann schon auf darüber. Und seine Entscheidung ist es, weil sind seine Zeitgenossen, ne? Gibt es über diese Generationen Weitergabe der Sammlung auch Vorstellungen, Visionen, was mit der Sammlung überhaupt vielleicht einmal passieren wird? Eigentlich nicht. Nee. Bis jetzt haben wir das Gefühl, ihr behält alles. Wir werden dann von oben runter gucken eines Tages und werden sehen, was er damit macht. Wenn er was anderes damit macht, ist es seine Entscheidung. Vielleicht werden auch mal Sachen, Blöcke abgegeben, irgendwohin an Institutionen oder so. Aber da wollen wir ihn gar nicht mit beschweren. Also unser Sohn ist da d'accord mit uns und wir mit ihm. Also das überlassen wir dann ihm, wenn es so bleibt, alles wie es bisher ist. Hat Ihren Sohn Alexander auch eigene Freunde, die sich mit Kunst beschäftigen? Ja, das ist ganz schön. Ja. Bei uns war immer zu Hause viel los. Alexander ist Einzelkind, der war immer Leader of the Gang. Und gerne waren jede Menge junge Leute und Kinder bei uns. Und die sind ja dann auch damit ein bisschen groß geworden. Auch wenn sie das von zu Hause nicht so kannten. Und jetzt sind die alle in dem Alter, wo sie schon ganz gut Geld verdienen und auch mal eine Mark über haben. Und die fragen dann Alexander und uns, ja, wir möchten jetzt mal was in Kunst anlegen, wir möchten gerne für uns was kaufen und fragen uns und wir sind da behilflich, soweit wir können. Hm? Ich glaube, es sind keine weiteren Fragen im Publikum. Gut, vielen Dank für Ihr Interesse, dass Sie uns zugehört haben, wie unsere Sammlung so entstanden ist und wie man damit lebt. Also wir leben wunderbar damit, diese Beschäftigung damit ist uns jeden Tag eine Freude und wir sind glücklich und dankbar, dass wir es so machen können. Dann erzähle ich noch zum Schluss eine kleine Geschichte. Am Neujahrstag waren Freunde von uns da und die brachten ein Ehepaar aus Los Angeles mit ihren Kindern, die waren alle so Anfang 20. Und der schwärmte von unserer Wohnung und schwärmte über sein großes Haus, was er in Los Angeles hat. Ich sage, was haben Sie da für Kunst zu hängen? Ja, keine Kunst. Ich sage, das kann ja gar kein schönes Haus sein, wenn Sie da keine Kunst zu hängen haben. Also wir verabschiedeten uns, die flogen am nächsten Tag über New York nach Los Angeles. In New York verpassten sie ihren Anschlussflug nach Los Angeles und saßen im Familienrat in irgendeinem Bistro und schrieben uns dann zurück, wir haben gerade noch über eure Wohnung gesprochen und haben beschlossen, ab sofort kaufen wir Kunst. Und das ist eigentlich das, was wir noch bezwecken wollen. Wir wollen den Leuten sagen, die keine Kunst haben, es ist so schön, guckt nicht immer auf euer Bankkonto oder wenn ich jetzt an die Börse gucke, wie es runtergeht. Ein Bild bleibt immer an der Wand hängen, wenn das vernünftig annagelt. Es fällt nicht runter und ihr habt jeden Tag Spaß dran. Also wir stecken an.